So, die Artillerie ist jetzt nah genug dran, um hier zu feuern. Sehr gut. Zack. Der ist natürlich auch nah genug dran, um zu feuern. So, Nagoya hat die Verteidigung verloren. Damit kann selbst Sven jetzt angreifen. Batz. Und jetzt können wir überlegen. Eigentlich müssen wir unseren Panzer reparieren. Oder wir sagen... Wir... machen Nagoya platt. So, was jetzt nicht funktioniert hat, weil ich eigentlich echt dachte, es reicht, aber es ist minimal was übrig geblieben. Valerie und Valera. Gut. Ach, hier steht ja auch noch einer rum. Dann schicken wir den mal hier runter. Der Magnus steht hier drin. Oh, 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 oh. Ram. Tom. Blim. Und da fällt er um. Ach, guck, wer kommt denn da? Eine Panzerschiffflotte, die mir hier mit dem da was will, oder was? Boah, nein, das hast du nicht gemacht. Für Polyester jedoch soll es keine Verzeihung geben. In dieser einen Sache sind sich Satan und der Herr einig. Das hat er nicht gemacht. Der kommt mit seinem einen Schiff und meint, er könnte jetzt hier ein Babo machen. Das hat er nicht gemacht. Das kostet ihn jetzt seine Stadt, dieser blöde Wichser. So. Weg. Hier müsst eigentlich auch noch mal, ich weiß nicht, ob wir hier noch. Ah. Ich guck mal darüber. Jetzt ist erstmal die Frage. Bevölkerung 4, vorhandene Bezirke 2. Vernichten oder behalten? Ich behalte sie. Auch wenn ihn das ewig ärgern wird. Aber das ist nicht mein Problem. Nationalpark würde ich gern bauen, aber das ist immer sehr kompliziert. Drei Panzer besitzen schon mal nicht, aber das wäre ein Windpark. Wäre halt eigentlich schon ziemlich nice. Ja, aber zumindest den Bonus schon. Ja, drei Panzer, weiß ich nicht, ob ich das hinkriege. Will ich auch, glaube ich, gar nicht. Also, machen wir das, können wir es auch gleich machen. So, dann. Hier haben wir eine Produktion. Ein Produktion. Oh, Produktion, so ein kleines, süßes Produktion, sag ich mal. Du. Monument, mal erstmal Monument. So. Wir reparieren hier als erstes den Kornspeicher. Du machst was an dem Sky für diese Stadt? Plus zwei Wohnraum für diese Stadt. Oh, das ist nice, aber wir haben hier irgendwo Gebiete, wo es an Annehmlichkeit und Wohnraum eher so ein bisschen mangelt. Hier in Halifax, da sind die Leute nicht ganz so glücklich. Toronto. Ich dann eher Toronto. Willi, Willi.
habe hier noch ein U-Boot. Überraschung. Was denkst du? Ach so, Sven ist hier drin. Okay. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich lange darüber nachgedacht, immer wieder. Ich weiß es einfach nicht. Ich habe wirklich versucht, glücklich zu werden, aber so oft ich drüber nachdenke, ich merke immer wieder, es geht mir am Arsch vorbei. Es ist einfach, es interessiert mich nicht, weißt du? Deine scheiß Göttlichkeit. Kannst du sonst wo hinstecken? Verstehst du das nicht? So. Ich wollte eigentlich erst hier die Ottaware Produktion starten. Kanga ist doch cool. Flip, flip. So, du gibst dann diese Annehmlichkeit und Wohnraum für Dronto. Retretre. Der kann jetzt kämpfen gegen Landeinheiten oder bei Verteidigung. Ein bedeutender Sieg. Oh, das ist in der Tat ein bedeutender Sieg. Oh, hier kommt Sven. Irgendwelche Sachen, die ich reparieren muss? Nö, aber Fischi gibt's. Fischi! Jedes Mal Zeitalterpunkt, wenn man hier eine Einheit versenkt. Das ist ja unglaublich. Gut, so, ich würde sagen, im Gesamten haben wir dann jetzt hier langsam mal dem Japapaner ein sehr, sehr, sehr klares Zeichen gesetzt. Der ist wieder schneller. Oh Mann. Muss ich jetzt doch meine eigenen Artefakte ausgraben. Hilft ja nichts. Jetzt kommt er aber hier mit einer Kriegsschiffflotte. Oh. Er verzichtet auf Nagoya. Gibt mir 50 Gold 30 Runden lang und... Sehr, sehr gerne, vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass du hier plötzlich mit einem Kriegsschiff vor meiner Nase stehst und ich gerade ein bisschen angeschlagen bin und mir denke, ja, lass das doch mal machen, ey. Flieb, flieb. Na gut, der ist jetzt rausgeschmissen worden, das ist klar. Mein U-Boot kann jetzt endlich Kampfstärke gegen Marineeinheiten. Der kriegt jetzt Titel. Das passt ja zeitlich auch einigermaßen gut, muss man sagen. So ein richtig heftiger, durchballender Nagasaki-Pups ist schon...
So, und Sven kriegt eine Beförderung. Wie schön. Heilung außerhalb von freundlichem Gebiet. Immer gerne. Sowas ist mega brauchbar. Hilft. So. Hier eh auch noch ein... Oh, da drin ist Öl. Das ist auch hübsch. So. Der Krieg mit Japan ist beendet. Es war ja auch jetzt 1945. Das war ein gutes Jahr, um den Krieg mit Japan zu beenden, finde ich. War angemessen. Ihr errichtet euer Reich wie die aufgehende Sonne, leuchtend und stark. Jetzt fängt er an zu schleimen, oder was? Aber es ist schön, dass es diese permanente Denunzierung wegen Kriegstreiberei nicht mehr gibt, denn das war eigentlich in der Version vor diesem Update immer so, dass wenn man nur ein einziges Mal sich irgendwie auf Krieg eingelassen hat, dass man diese permanente Kriegstreiberei-Denunzierung nicht mehr losgeworden ist. Das haben sie ja zum Glück rausgepatcht, da bin ich sehr dankbar. Denn jetzt hätten wir erst Stress. Blieb, blieb. So, Vancouver. Irgendwas sind... Ach ja, Athletentraining. Ganz vergessen. Wir müssen jetzt mal anfangen mit ganz viel Athletentraining. Der muss eher anfangen mit Außenverteidigungsreparatur und der kriegt noch ein bisschen Wohnraum und Annehmlichkeit. Die haben nämlich gerade echt eine scheiß Zeit gehabt. Zuletzt. Ja, ich muss mich natürlich hier um den Quatsch kümmern. Die anderen haben zum Glück auch noch nichts gemacht. Der Fehler, ne? Irgendeiner wollte da nicht mitmachen, ne? Okay. Gut. Muss ja nicht. Jeder wie er mag, nicht wahr? Ein feindlicher Spion einer unbekannten Zivilisation konnte nicht gefasst werden und ist aus. Ey, Kap Ottawa, super, aber mega besetzt. Wie kann da noch einer. Permanente Küstenüberschwemmung. Ja, es ist soweit. Der Meeresspiegel fängt an zu steigen. Aber ich habe dieses Mal bewusst darauf geachtet, an gewissen Ecken mich nicht anzusiedeln. Das bedeutet aber auch, dass hier in dem Gebiet jetzt langsam so ein bisschen der Frost zurückgeht. Wir gucken uns das gleich nochmal an. Wir machen jetzt erstmal Athletics. Wir machen jetzt wahnsinnig viel Athletics. Das hat jetzt bei dem eigentlich nicht so gelohnt. 20 Runden Athletic, naja gut. 23 Runden Athletic lohnt auf jeden Fall nicht. Ach Sven, fahr ein bisschen rum, oder? Bisschen die Welt erkunden. Hast du dir verdient, mein Guter. So. Oh ja, hier hat es auch böse erwischt. Aber hier habe ich auch nichts gebaut. So, wir sind hier nämlich mittlerweile schon bei der Phase 2. In der Phase 3... ist immer noch Tokimune. Ich habe jetzt... Mein Beitrag ist auch relativ hoch.
Aber deswegen habe ich jetzt meine ganzen Schiffe eigentlich stillgelegt, damit die wieder ein bisschen aufhören. 20% haben wir schon verloren hier. Polarschmelze. Und man sieht, hier ist der Wasserspiegel, der ist diese Wassergrenze ist jetzt schon hier ein ganzes Stück hoch gestiegen. Und hier sieht man es sogar ganz gut, auch das russische Reich, aber noch ist Japan am schlimmsten, aber mein Anteil ist leider auch recht hoch und auch durch ja, viel Kohle, bisschen Öl. Bei mir ist auch mehr Kohle als Öl. Wir müssen mal schauen, dass wir da jetzt langsam, aber deswegen haben wir das hier zum Beispiel erforscht, dass wir hier mal mit Windparks anfangen können. Problem ist halt natürlich, selbst wenn ich, das ist ja das, worüber auch allgemein in der wirklichen Welt viel diskutiert wird, selbst wenn ich jetzt abrüste und anfange viel mit erneuerbaren Energien zu arbeiten. Ich habe hier hinten meine beiden Staudämme, die hier zumindest die Gegend ziemlich gut hier schon mal ein bisschen versorgen. Die sind mit den beiden Stauwerken sind die hier schon noch sehr gut versorgt. Das ist doch schön. Bei dem macht er halt auch ein. Naja. Ja, aber es ist halt diese Kraftwerke. Ballern halt. Ich persönlich finde die Auswirkungen ein bisschen sehr extrem an sich eigentlich. Aber das ist ja alles, wie es ist. Man muss ein bisschen aufpassen auf das, was man so tut. So, ich kann mit dir gerade nichts anfangen. Bleib da stehen. Du kannst hier immer noch nichts, weil hier kein Platz ist für dich. Ich schicke dich jetzt zum Bolger rüber und da kannst du weiter noch herumstehen und gucken, bis ich irgendwann mal Sendezentren oder so hier, Funkmasten, keine Ahnung, was das für ein Gedöns ist, bauen kann. Dann wird das alles gut. Ist auch was abgesoffen. Kann der eigentlich? Nee, kann er noch nicht. Zack! Die Sonne bricht durch die Wolken, als die Bürger Kanadas die Eröffnung des Geothermiekraftwerks in der Nähe der Stadt Winnipeg feiern. Die Zukunft sieht immer strahlender aus. So, na genau, das können wir doch hier machen. So, damit hat auch der Strom. Ey, wer hat denn hier überall diese Rockbands ständig hier? Ist denn das? Ist das der Japaner, der ja, glaube ich, gerade irgendwie seinen J-Pop vertreiben möchte hier? Was ist denn passiert? Brrr. Athletentraining. So, ach, hier oben haben wir einen Theaterplatz. Das ist ja schön. Ob ich noch genug Sachen finde. Doch, ich finde noch genug Sachen zum Ausgraben. Machen archäologisches Museum. Hier wird bald, sobald ich das erforscht habe, hier so dermaßen viel Japanisches aufploppen. Rums, tada!